Es ist soweit, die Religionsgründung für unsere Leute im Kongo steht an. Wir haben eine große Persönlichkeit rekrutiert, nämlich Lautze. Lautze ist da und wir wollen den natürlich rekrutieren. Schicken den gleich mal rüber zu unserer heiligen Stätte, die noch keinen Schrein hat, aber sagen, wir wollen eine Religion gründen. Die zweite Religion von maximal vieren auf dieser Karte. Und ja, müssen uns jetzt entscheiden für einen Religionsnamen und ein Symbol. Ja, was steht denn für die... Haben wir hier eine Krake? Wir haben Fische. Schmetterling. Das sieht doch aus wie so Welten. Welten, oder? Der King Kongolismus, Schnudelhuber, auch ein hübscher Name, aber wir wollen... Leute, ich brauche mal ein paar Vorschläge von euch. Also wir sind doch hier leere Singer. Wir glauben an den großen Alten, an den Untergang der Welt, an den Gesang des Meeres. Meeresgesang zum Beispiel. Ist ein hübscher Name. Habt ihr Vorschläge für unsere Religion? Die Krakenlehre. Schnitzel für die Welt. Dann müsste ich hier so ein Kalbschnitzel-Symbol wählen. Weiß ich nicht, ob mich das sympathisch macht. Nur Lehre. Ja, nur Lehre geht. Also wir können es auch leer lassen. Vielleicht kann ich ein Leerzeichen eingeben. Vielleicht geht das. Die leere Lehre. Ich gucke nochmal ein bisschen, was er schreibt. Krakenlehre, Lehre. Das ist Yaktulu, stiller Ozean gefällt mir auch. Lehre der Lehre, ja, ist auch ein lustiges Wortspiel. Eckige Klammern, Nullismus, Wellensinnismus. Lehre der Lehre hätte was, Atheismus. Okay, also ich stelle mal zwei zur Auswahl und ihr könnt dann sagen, welchen ihr haben möchtet. Wir nehmen mal... Was schreibt ihr denn? Lehre der Lehre oder stiller Ozean? Was findet ihr cooler? Lehre Lehre oder Lehre der Lehre oder stiller Ozean? Was meint ihr? Heilige Lasagne. Zu spät, sorry Blues. Heilige Lasagne gibt's heute leider nicht. Lehre der Lehre, Lehre der Lehre, stiller Ozean, Lehre der Lehre, die leere Lehre. Lehre. Okay. Offensichtlich seid ihr alle für die Lehre. Also nehmen wir hier die Lehre der Lehre. Nixismus. Nihilismus. Ging auch. Kommt. Wir haben entschieden, Leute, Lehre der Lehre. Wir glauben an die Lehre der Lehre. Dürft euch leer fühlen. So. Haben fast noch alles da, außer dass Schreine und Tempel Wohnraum und Nahrung bringen. Und es schreit natürlich alles nach den Reliquienschreien. Wenn wir Reliquien haben, bringen sie dreifache Erträge für sowohl Glauben als auch Tourismus. Das wäre jetzt spieltechnisch das Beste, was wir machen könnten. Ansonsten finde ich Kurele immer ganz nett. Religiöse Gemeinschaft, internationale Handelswege bieten plus 2 Gold für Städte mit heiligen Städten und für die Gebäude da drin. Habe ich noch nie genommen, finde ich langweilig. Göttliche Eingebung, wir bauen nicht so wirklich viele Weltwunder, produzieren Glauben damit. Weiß ich nicht. Seine Meditation kann ich mir schon eher vorstellen mit Annehmlichkeiten. Arbeitsethik mag ich sehr gerne. Jesuitenbildung habe ich, als Civ 6 rauskam, super gerne genommen. Dann hat man nämlich etwas, wofür man seinen Glauben ausgeben kann, außer für religiöse Einheiten und später dann halt für militärische Einheiten, wenn man das passende Gebäude hat, beziehungsweise für mehr Tourismus. Und Mönchskrieger, ja.
glaube, dass wir mit Schreinen, also mit Kultur, werden wir, glaube ich, keine Probleme haben, weil wir super schnell an große Werke kommen. Sobald wir den Theaterplatz gebaut haben, bekommen wir da durch unseren Vorteil ganz schnell Kultur. Ich tendiere momentan ein bisschen zur Arbeitsethik. Wie gesagt, Reliquienschreine, ich denke mal, ja, North Bowman hat es auch schon geschrieben. Erklärt sich eigentlich von selbst. Wir kriegen super viele Reliquien als Leeresender im Endgame, bekommen dann dreifachen Tourismus. Wir könnten, ja, könnten dann ganz schnell zum Tourismus-Sieg kommen. Arbeitsethik ist so ein No-Brainer. Da würde uns jetzt schnell helfen. Wir haben uns coole Gebiete rausgesucht, wo man viel Produktion bekommt. Aber Smarty hat auch recht. Wir machen das irgendwie immer. Und immer irgendwie das Gleiche zu zeigen, finde ich auch irgendwie doof. Und deshalb gehe ich mal den Weg. Ich weiß nicht, ob ich jemals schon Reliquienschreine genommen habe. Ich glaube ja. Wir nehmen mal die Reliquienschreine. Und wir haben. Machen uns damit, das ist erstmal schwerer, Leute. Das muss uns bewusst sein. Wir haben nämlich keinen unmittelbaren und auch keinen mittelbaren Bonus davon, sondern es kommt erst ganz, ganz spät im Spiel. Entweder durch unsere Leeresänger oder wenn wir es doch schaffen, irgendwie eine Märtyrer-Eigenschaft zu bekommen für die Apostel, dann in Kämpfen verlieren. Ja, und dann entsprechend dann Reliquien uns holen. Sollten wir machen. Bietet sich auch an für Kongo, machen wir. So. Gebäude will ich mal nicht. Wir gucken uns mal hier unten an, was wir nehmen wollen. Und wenn wir hier tatsächlich das ausspielen wollen, dass wir absichtlich verlieren wollen bei theologischen Kämpfen. Es widerstrebt mir innerlich total, wäre das tatsächlich die Klosterisolation. Dann könnten wir unsere, ja, also es müsste halt, der Kollege hier müsste halt eine Religion gründen. Dann hätten wir den da nahe nebenan, dann könnten wir immer hier unsere Apostel rübersenden und würden halt niemals durch Kämpfe Druck verlieren. Ansonsten, ich gucke nochmal, religiöse Einheiten ignorieren Gelände und Geländefortbewegungskosten. Ich finde auch religiöse Kolonisation für uns spannend. Weil wir noch viele Städte bauen wollen. Der Heilige Orden geht immer. Das ist so ein Klassiker. Ich mag den super gerne. Aposteln ein Drittel weniger. Das ist der Hammer. Man kann ganz viele Apostel raushauen. Das brauchen wir nicht. Kreuzung brauchen wir nicht. Verteidigung brauchen wir nicht. Wir können auch Schrift nehmen. Es ist aber alles jetzt nicht unmittelbar dringend, außer Heiliger Orden. Das würde uns jetzt schon direkt helfen. Ich glaube, ich nehme. Was? Plus zwei Wissenschaft. Die KI geht ja immer auf Gebäude grundsätzlich. Wir könnten uns jetzt mal zur Abwechslung halber ein Gebäude sichern, das wir bauen wollen in unseren heiligen Städten. Ich schreibe Heiliger Orden, aber ich finde, wir haben gerade gesagt, wir wollen mal was anderes machen, als das, was wir an Sauern machen. Und Heiliger Orden ist halt auch so eine Art No-Brainer, genauso wie wir es gerade hatten mit der Arbeitsethik. Und mit Kultur werden wir keine Probleme haben. Wir haben eher Probleme mit Wissenschaft. Wir haben noch gar keinen Campus im Bau. Ich nehme mal den Inter na, nehme ich den, entweder ich nehme den interkulturellen Dialog oder irgendein Gebäude, was uns helfen wird. Welches Gebäude würde uns denn gut helfen? Annehmlichkeiten, religiöse Kunst.
Aposteln, Missionare haben eine Verbreitung mehr. Diplomatische Kunst brauchen wir nicht. Nahrung. Ich weiß, dass ihr jetzt immer alle sehr für 10 seid. Ich verstehe gar nicht so wirklich warum, weil ich das gar nicht so cool finde. Ich finde, es gibt ja immer pro Stadt mit dieser Religion 3 Gold. Das, ja, weiß ich nicht. Kann nicht sein, dass ich das total unterschätze. Also ich fange mal mit den Gebäuden an, weil die KI uns die sonst wegschnappt. Oder, nein, ich nehme uns den interkulturellen Dialog. Wir haben Religionsschreine und einen interkulturellen Dialog. Zehn hilft im Midgame, ja. Machen wir, aber nicht heute. So, Theologie hat gesprochen. Hier sind unsere Wellen. Hier haben wir beides heilige Stätten, deshalb folgen diese heilige Stätten uns schon. Als nächstes brauchen wir dringend einen Schrein. Wir brauchen auch dringend einen Handwerker. Was ist dringender, was ist wichtiger? Dringender ist für mich die Frage, was sich die Politikkarten ändern. Erstmal gar nicht. Handwerker mache ich mal zuerst, dann Schrein. Dann können wir hier uns schon einen göttlichen Obelisken leisten. Machen wir. Dann wollen wir hier was bauen, auch ein Schrein. Campus geht hier nicht so gut, Schutzgebiet geht alles nicht gut. Regierungsplatz. Wir müssen uns noch Leute wir müssen uns noch überlegen, wo wir unseren Regierungsplatz bauen. Ich zieh mal hier auf den Berg drauf. Ja, wir sehen hier Eisen. Hier ist Wüste und Eisen. So, jetzt haben wir ganz viele Zeitalterpunkte bekommen. Unter anderem deshalb, weil wir schon zwei Städte zu uns bekehrt haben. Das ist sie. Unsere Religion. Also wir brauchen Reliquien, von denen wir gerade keine haben. So, Red Scavenger ist geheilt. Kann sich hier erstmal verschanzen. Hier wollen wir weiter erkunden. Ziehen wir hier rauf und entdecken einen neuen Kontinent. Handel, Außenhandel hat große Fortschritte gemacht. Da kommt ein Bogenschütze. Ey. Gut, dass wir hier gesagt haben, Kampfstärke bei Verteidigung gegen Fernangriffe. Wir greifen mal zuerst mit dem schweren Streitwagen an. Guck mal, wie viele Einwohner haben wir hier eigentlich? 4? 9. Das heißt, wir haben jetzt 3. Sollten wir durch Glaubenssätze bekommen haben. Habe ich mich verzählt? Warum sind es nur 2? Wahrscheinlich, weil wir unzufrieden sind. Red Scavenger, Glückwunsch zum Sieg. Hier ist schon wieder so eine Bucht. Ach, das ist ja schon wieder alles spannend hier. Komm. Meine Güte, ist das trocken. No. Ein Wettbewerb vor Besänftigung der Götter. Die Götter haben uns vor dem nahenden Ende der Welt gewarnt, sagt unsere große Krake. Sie werden ihren Anhängern Segen spenden, doch zuerst müssen wir unseren Eifer beweisen. Nur die Eifrigsten werden belohnt. Die Mitglieder wetteifern darum, wer die meisten Punkte erzielt. Die Verwendung der Aktion angrenzender Einheit opfern mit ihrer Seher-Einheit bringt Punkte in Höhe der Kampfstärke der geopferten Einheit. Und wir brauchen erstmal einen Vulkan. Da können wir sie dann opfern. Haben wir überhaupt schon mal sowas wie einen Vulkan gesehen hier? Also Vulkane gibt es ja irgendwie gar nicht. Spielen wir hier auf der höchsten
Naturkatastrophe-Modus können noch nicht mehr Einheiten opfern. Das ist ja brutal. Können wir hier schon plündern? Ja. Einmal plündern bitte 30 Gold. Sehr schön. Müssen aufpassen, irgendwann kommen hier Schwertkämpfer raus. Dann wird das Ganze fieser. Hast du eigentlich Eisen, das du uns verkaufen kannst? Ne, der hat kein Eisen. Oder er will es nicht haben. Oder nicht tauschen. Hat das alles selbst verbraucht. So sieht es hier bei uns aus. Ein bisschen wenig Wohnraum noch da. Aber der Handwerker wird gleich dafür sorgen, dass das noch kommt. Hast du hier eigentlich, ich habe es ja gerade geguckt, hast du hier Luxusgüter, die wir uns nehmen können? Nein. Schade. Dann holen wir uns hier einmal die Gewürze noch hinterher. Hier wird der Schrein gebaut. Ah, hier gibt es wieder neue Übungseinheiten. Bisschen rausgeflogen. Ja, hier können wir mal neben stehen bleiben. Ist jetzt nicht so schlimm. Ja, einmal gucken gehen, weil wir neugierig sind. Okay, danke, sehr spannend. Und dann gehen wir mal hier oben rum weiter. Also offensichtlich, ja, hier ist entweder nichts, bisschen Ozean, oder wir sehen das noch nicht so wirklich gut. Kann auch nur eine Insel sein. Brauchen mehr Annehmlichkeiten. Wo haben wir denn noch? Hier haben wir Salz. Das können wir uns dazu holen. Gips. Perlen. Gips. Ja, was kann man daraus zaubern, Leute? Aus Gips, Perlen und Salz. Hört sich jetzt nicht so. Und Gewürzen. Kann man bestimmt was Zauberhaftes von sich zu essen machen. Unbesiegbarkeit liegt in der Verteidigung. Die Möglichkeit des Sieges liegt im Angriff. Backpulver. Ja. Warum nicht? So. Kampfstärke gegen Barbaren. Wollen wir Mauern bauen? Für einen Heureka lohnt sich das schon gar nicht mehr. Schafft er es hier noch auf eine heilige Stätte zu kommen? Oh ja, er hat hier eine heilige Stätte nebengesetzt. Okay. Schafft er es noch vielleicht eine Religion zu gründen? Er fängt jetzt gerade erst an. Ich fände das cool, wenn er eine Religion gründen würde. Dann müssten wir nicht so weit ziehen, um Reliquien zu generieren. Jetzt Außenhandel 2 Runden. Da ziehen wir mal vor. Vielleicht treffen wir noch einen Stadtstaat. Gouverneurstitel. Was holen wir uns als nächstes? Moksha irgendwann. Der Chor bringt, je mehr Glauben wir in den Städten produzieren, desto mehr Gold, Wissenschaft und Kultur bekommen wir. Liang, Bezirke. Ja, Amani irgendwo hinschicken. Ich habe da jetzt nichts gesehen, wo wir es brauchen. Viktor brauchen wir auch nicht. Am ehesten noch Magnus mit seiner Vorsorge, weil wir bald Siedler bauen wollen. Hier wollen wir noch 2 bauen. Hier noch 3. Was machen wir, Leute? Also, Moksha finde ich jetzt nicht als 2 Glauben pro Spezialbezirk. Ja, kann man machen, aber.
Also man könnte sich dann eine zusätzliche Beförderung gönnen. Ich glaube, ich will erstmal die Basics haben. Wollen wir hier noch Geländerfelder abholzen irgendwo? Sieht nicht so aus. Erstmal nicht. Wir könnten Moksha nach hier oben hinschicken. Von da aus hier dann den Ruck aufbauen. Ja, also Magnus. Wir nehmen mal Moksha. Kommt, Leute. Wir haben uns ein bisschen auf Religion spezialisiert. Schicken den mal hier hin. Ich habe noch gar nicht die Städte umbenannt. Einmal noch angreifen. Okay. Wir gönnen mal Red Scavenger den finalen Schlag. Direkt angrenzend an die heilige Stätte gekämpft hier. Da kommt gleich auch ein Schrein wird da fertig. Jetzt nochmal hier ein bisschen mehr Gold uns holen und ein bisschen Wohnraum. Als nächstes wahrscheinlich Bananen oder Fische. Eher Bananen. Dann kann der schon mal rüberziehen. Ja, hier geht's wieder zurück. Eine Runde weiter. Wir müssen noch die Politikkarten wechseln. Einmal überlegen. Mauern bauen brauchen wir jetzt irgendwie nicht, habe ich den Eindruck. Handwerker bauen wir alles später, nicht für 2 Runden. Wir lassen mal noch alles so ist. Eine Runde weiter. Ja, der möchte zu wenig haben. Nee, nee, komm. Nee, nee, das ist zu wenig Gold. Herr des Goldes. Oh, habt ihr gesehen? Klassische Republik. Bitte alle anderen ignorieren als die Lehre der Lehre. Normale Leute glauben, dass man Dinge nur reparieren muss, wenn sie kaputt sind. Ingenieure glauben, dass wenn etwas nicht kaputt ist, es noch nicht genug Funktionen hat. So. Dann können wir jetzt die Währung weiter erforschen. Hier können wir übers Land ziehen. Das ist auch cool. Dann können wir mal hier die anderen Gebiete noch auskundschaften. Schrein ist abgeschlossen. Das heißt, wir können uns mal einen Missionar kaufen. Ein paar Zeitalterpunkte sammeln. Dann, wir können uns auch mal einen Seher gönnen, einfach weil wir es können. Ja, da können wir auf jeden, also wir können Naturkatastrophen heraufbeschwören. Aber nur, wenn ich das richtig im Kopf habe, geht das nicht bei Freunden und nicht innerhalb deren Geländefelder. Aber was man machen kann, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man mit dem Seher das noch alles boosten kann, also düngen kann. Also zum Beispiel hier ist ja Überschwemmungsgebiet, dass man dann hier sagt, komm, überschwemm das mal ein paar Mal, sodass die Gebiete dann cooler werden. Wir warten mal mit dem Seher ab. Kornspeicher? Ja, Kornspeicher ist ja wichtig. Und jetzt einmal noch gemeinsam schauen, liebe Leute, Regierungsplatz. Wo sollten wir einen Regierungsplatz hinschicken? Hinsetzen. Möglichst viel angrenzende Bezirke drumherum. Hier ginge das. Könnte man einen Campus hier hinsetzen mit einem Dreier Nachbarschaftsbonus.
Ein durch den Dschungel, zwei durch Bezirke, drei durch den Regierungsplatz. Ist aber sehr wenig. So wirklich coole Sachen für einen Regierungsplatz. Hier ballt sich das natürlich. Sehe ich aber nicht wirklich. Hier vielleicht. Hier vielleicht ein Regierungsplatz hin. Würde die beiden boosten. Aber wir können den... Ja. Na, ist irgendwie ungünstig. Wir können zwar hier noch einen Bezirk hinbauen, dadurch verliert er aber wiederum einen Nachbarschaftsbonus, weil ein Dschungel nicht mehr nebenan ist. Ist alles doof. Wir wollen auf jeden Fall noch viele Theaterplätze bauen. Dazu wollen wir auch viele Wunder bauen. Und Unterhaltungsbezirke. So viele Sachen. Wo würden wir den hinbauen am besten, Regierungsplatz? Hat hier schon jemand was geopfert? Nein. Wir würden auch mehr Glauben pro Runde bekommen und eine kostenlose Seereinheit, wenn wir das hier mal schaffen würden. Aber ich sehe weit und breit keinen Vulkan. Leider. Wir schieben mal den Regierungsplatz nach hinten. Ich bin mir nicht sicher, wo und wie wir den am besten bauen sollten, Leute. Ganz ehrlich. Hier könnten wir uns ein Tor anheuern. Würden wir das wollen? Was ist denn ein Tor? Das ist, glaube ich, die Spezialeinheit der Maori, wenn ich mich nicht irre. Ha. Da können wir ein paar Modernisierungen bauen. Okay, ersetzt den Schwertkämpfer. Auch gut. Cool. Haben wir leider nicht das Gold für. Wir sind goldtechnisch ein bisschen knapp bei Kasse. Insofern wäre der 10 tatsächlich eigentlich eine valide Option gewesen. Ja, wir überlassen euch den Bau von Wundern. Danke. Du mich auch, oder wie war das? Das ist wohl der positive Aspekt des Handels. Die Welt gerät gemeinsam in Aufruhr. Ja, Handelswege können wir jetzt errichten. Und Theologie ist wichtig für uns, Drama und Dichtung wichtig für uns. Aber am wichtigsten ist die politische Philosophie. Wir hoffen ja immer noch auf... wir haben die Währung nicht rausgenommen, ne? Ach nee. Ach, ich dachte, wir hatten den Bonus hier schon. Ach Leute, dann habe ich mich verguckt. Ich dachte, wir hätten den Bonus hier schon durch irgendein Event gehabt. Ja, dann gehen wir jetzt auf den Schiffsbau. Da hab ich gepennt. Ja, also wir können durchaus hier mal nach oben ziehen. Ach, können wir schon wassern? Nein, können wir nicht. Dann müssen wir hier außen rumlaufen. Und wir können uns aber mal einen zweiten Missionar gönnen. So, der kann dann mal hier nach unten hinlaufen und dann hier unten das alles missionieren. Den schicken wir schon mal los. Meteorschauer hier oben. Markieren wir uns mal. Da. Da ist die Zielscheibe, da kann es raufgehen. ماذا فعلتم ليأخذ الله منكم تلك المكافأة؟ عودوا إلى طريق الصواب. Ja, wir glauben halt nicht an Gott, lieber Mansa Musa. Musa, wir glauben halt an die große Krake. Und ans Nichts, an die Leere. An die großen Alten. Große Flut hier bei uns um die Ecke. Ein Geländefeld gedüngt. Und, oh Gott, Red Scavenger ist ein bisschen nass geworden. Naja. Wie sieht das jetzt hier aus? Ja, ein bisschen besser als vorher. Moksha ist in zwei Runden da. Schrein abgeschlossen. Wir könnten uns fast noch ein Missionar leisten. Ist natürlich alles sehr teuer. Wir haben nicht die 30%
weniger Kosten für Missionare und Apostel genommen. Was bauen wir jetzt? Stadtmauern brauchen wir jetzt nicht. Kornspeicher, haben wir gesagt, brauchen wir auch hier. Damit die Städte ein bisschen weiter wachsen können. Und du wartest hier. Ja, du gehst mal außen rum. Wir gehen mal gucken. Dann einmal Bananen anschließen, bitte. Lecker Bananen. Und dann gehen wir mal hier zur Weide weiter. Ja, und mit dir müssen wir hier blöd über den Fluss rübergehen. Wir werden ein bisschen ausgebremst. Ist das ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Politische Philosophie ist aber in Reichweite. Wir wollen auch noch einen Händler bauen. Tendenziell hier vielleicht in Bumbi, damit wir das hier mal verbinden können. Unser Reich. West und Ost verbinden können. Oh, Barbaren. Ja, der wird uns schon nichts tun. Der wird uns schon nichts tun. Ich glaube ganz fest dran. Wir gehen mal gucken, nicht, dass er uns doch was tut. Wir beten an den Gott des Bösen, ans Nichts und ist nichts passiert. Ja, auch hier heilige Städte abgeschlossen. Wir brauchen dringendst Wohnraum hier. Kornspeicher ist sinnvoll. Handwerker auch. Wie teuer ist ein Kornspeicher? 260 Gold. Schreien, Kornspeicher, Handwerker. Für den Handwerker können wir die Handwerkskarte reinnehmen. Dann geht das ein bisschen schneller. So, einmal hier rüber. Gott, warum bist du denn tot? Nein, was ist denn hier passiert? Der ist ja halb tot. Der darf nicht sterben. Der muss jetzt erstmal... Ich bin so neugierig. Oh, wir kommen hier gar nicht durch. Der muss erstmal ein bisschen abwarten jetzt leider. Hängende Gärten auch schon gebaut worden. Mann, 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 Mann. KI. Mansa ist uns deutlich voraus. Sag nächster Nachbar. Ja. Sieht ein bisschen von dann. Brüssel will nicht bekehrt werden. Wir können aber Brüssel auch bekehren. Wir bekommen ja... Ach komm, wir bekommen ja... Ja, wir bekommen ja eine Wissenschaft mehr dafür. Unterm Strich. Ich glaube, für zwei... Wie viele? Zwei oder vier? Weiß ich gar nicht mehr. Ach, ich wollte den... Da ist ein Vulkan! Der ist sogar aktiv. Der darf jetzt nicht nochmal ausbrechen. Hier hat wieder jemand gezündelt. Noch ein Missionar erwerben. Wir können jetzt auch mal warten auf einen Apostel. So, oh Gott, zwei Weltwunder. Machu Picchu trotz fehlender Berge. Nicht da und großes Bad abgeschlossen. Unbekannte Spieler. Jetzt ist hier so eine Spezialeinheit entstanden. Das tut uns weh. Ja, das tut uns sehr weh. Das ist doof. Ich glaube, diesen Clan lösen wir ganz schnell einmal auf. Bevor noch weitere Tuas kommen. Können wir uns was anheuern nochmal? Nee. Komm. Zeitalterpunkte sammeln. Kann ja hier überall anders auch nochmal ein neuer Barbaren-Camp entstehen, aber nicht mehr bei uns. Du kannst dich noch bewegen, nicht mehr bewegen. Wirst das aber überleben, kannst danach hier wegziehen. Und du hast ein bisschen bessere Chancen gegen den Tor. Okay. Kornspeicher abgeschlossen. Wir können wieder ein bisschen besser wachsen. Ja, das ist unsere Hauptstadt. Wir haben Pingala hier. Das heißt, wir möchten auf jeden Fall auch einen Campus hier haben. Den könnten wir hier hinstellen. Da ist ein Riff nebenan. Da ist es.
nichts zu erkennen. Sind irgendwie aus meiner Sicht immer noch die Karte, die falschen Anzeigen aktiv im Fog of War. Rüberziehen für Unterstützungsbonus brauche ich nicht. Der steht ja neben dem. Und Flankierungsbonus brauchen wir ja nicht in der Verteidigung. Campus. Ah, es ist halt so doof, wenn es nur... Wir können den hier hinsetzen. Der würde auch nichts kaputt machen, was Dschungel angeht. Hier. 3. Na, dann setzen wir den hier hin. Wir brauchen einen Campus dringend, Leute. Forschung. 3 mehr. Ist mehr als 10%. Ist immer gut. Setzen den mal hier hin. Können wir hier auch einen Campus bauen? Also hier lohnt sich das mal gar nicht. Hier oben... wo sind wir jetzt? Hier. Ein Aquädukt. Schutzgebiete. Hier wäre es fast gut, wenn das nicht der dritte Ring wäre. Hätte man zumindest 3 Geländefelder geboostet damit. Ja, Schutzgebiet scheidet aus. Was haben wir noch auf Lager? Lager brauchen wir nicht. Itminanki auch nicht. Sümpfe habe ich noch gar nicht gesehen. Ein Händler. Ein Händler wollten wir immer haben. Die Schutzgebiete bringen erstmal nur Wohnraum. Je attraktiver das Geländefeld ist, auf dem man das stellt, desto mehr Wohnraum gibt es. Dann kann man da noch Gebäude drauf setzen und diese Gebäude bringen keinen Ertrag, sondern boosten angrenzende Geländefelder drumherum und schaffen auf diesen Geländefeldern mehr Erträge. Also nicht auf dem Bezirksgeländefeld, aber auf den Feldern drumherum. Und das ist abhängig davon, wie attraktiv das Geländefeld ist. Wenn das immerhin bezaubernd ist, gibt es ein bisschen weniger. Wenn es atemberaubend ist, also eine Attraktivität von 4 oder mehr habt, gibt es mehr Erträge. Das erste Gebäude bringt in seiner Grundstufe Nahrung und Glauben, beziehungsweise dann sogar Kultur, wenn es atemberaubend ist. Und später gibt es noch was für Wissenschaft, Produktion und für Gold. Aber das erst sehr spät. Und ja, die müssen nicht, dürfen nicht modernisiert sein, die Geländeerträge. Und es darf natürlich nichts anderes draufstehen wie ein Bezirk. So, haben wir hier schon... Brauchen wir hier noch? Ja, wir brauchen. Ziehen wir hier schon mal durch. Und haben jetzt eine weitere Stadt bekehrt. Haben nochmal einen Widmungsbonus ausgelöst. Der kann mal da stehen bleiben. Hier haben wir die Stadt schon bekehrt. Übt also Druck aus. Wir könnten das nochmal machen. Aber wir könnten auch einfach mal weiterziehen. Und Kükekota bekehren. So. Hier sind wir halb tot. Hier neben dem Vulkan will ich nicht stehen bleiben. Um Gottes Willen. Hier ist ein Barbarensee. Und hier kommen wir nicht weiter. Hier werden wir uns ausruhen. Hier werden wir heilen. Dann können wir bald das Wasser machen, dann können wir mit ihm hier die offenen Grenzen verhandeln, hier mal in sein Reich reinziehen und mal gucken, was es hier so gibt. Dann wollen wir auf jeden Fall viele weitere Städte noch gründen. Wir müssen auf Wohnraum achten, wir müssen auf Annehmlichkeiten achten. Sieht alles nicht so gut aus. Von der Religion her haben wir uns einen Vorteil geholt, der uns pro Anhänger, pro 4 Anhänger eine Wissenschaft gibt. Die Reliquienschreine werden erst spät kommen ins Spiel, dass wir Vorteile haben. Als Lehresänger wollen wir überall heilige Stätten haben, die Glaubensproduktion maximieren und im Mittelalter einen Gouverneurstitel übrig haben, damit wir dann auch die prozentualen Vorteile bekommen. Ja, und ansonsten bin ich gespannt, ob das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Wir wollten hier noch eine Stadt zwischendrin gründen, das müssen wir auch noch machen. Hier 2 Städte,
Hier noch ein paar Städte. Hier ganz viele Städte, möglicherweise. Mal gucken. Also, ein bisschen was haben wir noch vor uns.